Ja, herzlich willkommen zur heutigen IPPNW Academy mit dem Titel Nach der EU-Wahl kommt jetzt die nukleare Zeitenwende für Europa. Ich habe mich gerade schon vorgestellt, ich bin Juliane Hauschütz, ich arbeite bei der IPPNW in Berlin und mit mir hier ist Simon Bödecker von Ohne Rüstung Leben und wir sind jeweils für unsere Organisation im Bereich nukleare Abrüstung eben aktiv. Und wir haben uns eben gefragt, sicherlich habt ihr das ja alle mitbekommen im Vorfeld, gab es eben diese riesige Diskussion rund um eine mögliche europäische Atomwaffe, eine europäische Abschreckung etc. Das fing ungefähr im Dezember an und läuft eigentlich bis heute, es läuft auch immer noch diese Debatte rund um diese Frage und wurde eben gerade im Zuge der EU-Wahl sehr viel diskutiert und auch den Kandidierenden wurden dazu Fragen gestellt. Auch von unserer Seite, also auch von Seite der Zivilgesellschaft kam das eben. Und nachdem die Wahl jetzt eben vorbei ist, dachten wir, wir machen mal einen Rückblick und schauen, was eigentlich die Diskussionen waren, wo wir jetzt stehen, was die Wahl jetzt verändert und verändern kann und wie es weitergehen kann. Wir haben den ganzen Vortrag ein bisschen zweigeteilt. Ich werde erstmal ein bisschen auf Strukturen eingehen, die wichtig sind und auf die Frage, was für eine Art von europäischer Abschreckung überhaupt möglich wäre. Und danach steigt eben Simon ein und schaut sich mehr die politische Debatte und tatsächlich die Wahl und das Ergebnis der Wahl an. Und danach wollen wir eben, wie gesagt, auch noch mit euch in die Diskussion kommen. Wenn wir über die EU reden, müssen wir natürlich erstmal anschauen, worüber reden wir eigentlich. Und da gibt es drei Felder. Es tut mir leid, dass die jetzt alle nebeneinander stehen. Eigentlich sollten die so schön nacheinander kommen. Aber ich musste das PDF hochladen, wo das natürlich nicht geht mit diesen Animationen. Genau, es gibt zum einen die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Dabei muss man sagen, dass die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik eine rein zwischenstaatliche Kooperation zwischen den Mitgliedstaaten ist. Das bedeutet, dass die wichtigen Beschlüsse ausschließlich vom Rat der Europäischen Union und vom Europäischen Rat getroffen werden können. Das sind ähnliche Namen, nochmal zur Erinnerung. Der Europäische Rat, das ist das Treffen der Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten. Und dieses Treffen entscheidet eben die Ziele und so die allgemeinen Leitlinien der GASP, also der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Und der Rat der Europäischen Union, das ist der MinisterInnenrat, also das, wo die nationalen MinisterInnen in verschiedenen Formationen zusammenkommen, also zum Beispiel alle aus dem Außenministerium, alle aus dem Wirtschaftsministerium etc. Und im Bereich der GASP trifft eben diese Zusammenkunft dann konkretere Beschlüsse im Rahmen dieser Leitlinien, die vorher von den Staats- und Regierungschefs festgelegt wurden. In beiden Ausschüssen gilt eine Einstimmigkeit für Entscheidungen in der Regel. Das heißt, es gibt einige Ausnahmen, die sind aber tatsächlich in dem Bereich, in dem wir uns hier bewegen, nicht wichtig. Es gibt allerdings, und dazu kommt Simon gleich, darauf kommt Simon gleich zu sprechen, Diskussionen rund um diese Einstimmigkeit, inwieweit die eben beibehalten werden sollte. Aber aktuell ist es so, dass eben wichtige Entscheidungen alle einstimmig gefällt werden müssen. Nun haben wir das EU-Parlament gewählt und nicht unsere nationalen Minister und Ministerinnen. Deswegen haben wir uns natürlich auch nochmal angeguckt, welchen Einfluss denn eigentlich das EU-Parlament hat. Und das Ergebnis ist relativ ernüchternd, nämlich es hat kaum Mitspracherecht. Also das muss regelmäßig informiert werden und es kann Anfragen und Empfehlungen an den Rat stellen. Und gerade diese Empfehlungen müssen gebührend berücksichtigt werden, was auch immer gebührend dann heißt. Aber sie haben eben insgesamt kaum einen Spielraum und entsprechend auch wenig Einfluss. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, dann können wir das Seminar jetzt hier eigentlich abbrechen. Es ging ja um die EU-Wahl des EU-Parlaments. Man muss aber natürlich sagen, dass das EU-Parlament immer ein wichtiger Stimmungsmesser ist innerhalb der EU und dass es auch wichtig ist für die Außenwirkung. Also Entscheidungen, die da getroffen werden, auch wenn sie formal in dem Sinne keinen großen Spielraum, keinen großen Einfluss haben, haben sie natürlich einen großen Einfluss auf eine Außenwirkung und auf, sagen wir so, eine grundsätzliche Stimmung und einen politischen Diskurs innerhalb der EU. Der zweite Teil, der eben etwas später unter der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik mit eingeführt wurde, ist die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik oder GSVP. Das ist diese Säule in der Mitte, die ihr seht.
Und dadurch, dass es eben ein Teil dieser ersten Säule ist, müssen auch hier alle Entscheidungen einstimmig getroffen werden. Auch hier sind die wichtigen Gremien der Europäische Rat und der Rat der Europäischen Union. Ein wichtiges Detail in diesem Bereich, weswegen ich das nochmal extra aufführe, ist allerdings, dass Entscheidungen mit militärischen oder verteidigungspolitischen Bezügen, worüber wir ja bei einer europäischen Atombombe sicherlich reden, diese Entscheidungen müssen ausnahmslos einstimmig getroffen werden. Also das ist extra nochmal rechtlich geregelt in den EU-Verträgen, dass diese Bereiche ausnahmslos einstimmig gemacht werden. Hier wird, wie gesagt, Simon nachher noch ein bisschen darauf eingehen. Ich will es hier aber schon mal sagen, dass wir eben merken, dass in der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik bereits jetzt dieses in der Regel einstimmig ist, aber im Bereich der militärischen Sicherheit auf jeden Fall ausnahmslos einstimmig niedergeschrieben wurde. Auch hier ein kurzer Blick auf die Rolle des EU-Parlaments. Das ist auch wesentlich restriktiver. Hier gibt es kein Mitspracherecht mehr des EU-Parlaments. Es gibt ausschließlich Anhörungs- und Informationsrechte. Und entsprechend auch hier wieder die Frage, welchen Einfluss kann dann eigentlich eine EU-Wahl haben auf dieses Ergebnis? Das Letzte, was ich kurz anreißen möchte, ist die ständige strukturierte Zusammenarbeit, auch PESCO genannt. Das wurde 2017 eingeführt, diese Zusammenarbeit mit dem Ziel, eine gemeinsame Verteidigungspolitik zu koordinieren und Hürden dabei abzubauen. Also es ging darum, gemeinsame Rüstungsprojekte zum Beispiel zu starten und die militärische Zusammenarbeit zu verbessern. Viele sagen deswegen auch, dass es eine Art Wegbereitung für eine europäische Armee und/oder eine europäische Verteidigungsunion ist. Dieses PESCO ist eine freiwillige Zusammenarbeit zwischen Mitgliedstaaten, die eben extra nochmal dafür unterschrieben haben, dass sie das machen wollen. Das sind de facto aber alle Staaten außer Malta. Und auch hier ist es so, dass die Staaten, die eben mitmachen, also alle EU-Staaten außer Malta, gemeinsam eine Liste mit Projekten verabschieden, die sie unterstützen wollen, die dann gefördert werden sollen. Es müssen aber nicht alle Staaten bei allen Projekten, die am Ende auf dieser Liste stehen, mitmachen. Also auch da ist es wieder, also alle kommen quasi zusammen und sagen, wir wollen folgende drei Projekte machen, aber nur ein bestimmter Teil der Staaten macht dann bei Projekt 1 mit, ein anderer Teil macht bei Projekt 2 mit und nochmal ein anderer Teil macht bei Projekt 3 mit. Das sind, wie gesagt, so die drei großen, groben Strukturen, in denen wir uns bewegen. Wir wollten sie einfach nochmal aufbauen, weil man eben sehr viel immer über diese EU-Politik redet und damit man einfach nochmal so ein bisschen dieses Hintergrundwissen hat, worum es dabei eigentlich geht. Wir sollten aber nicht nur das im Hinterkopf behalten, sondern natürlich auch das internationale Recht. Und da gibt es vor allem zwei Verträge. Den Teil werde ich jetzt extrem kurz halten. Also wenn ihr dazu Fragen habt, bitte gerne am Ende. Und wichtig für uns sind jetzt gerade der Nichtverbreitungsvertrag, der NVV. Zudem muss man sagen, dass alle Mitgliedstaaten der EU Mitglied in diesem Vertrag sind. Frankreich ist Mitglied als Atomwaffenstaat, darf also Atomwaffen besitzen. Alle anderen EU-Staaten sind Mitglied als Nicht-Atomwaffenstaat. Das heißt, diese Staaten dürfen keine Atomwaffen besitzen und sie dürfen auch keine Atomwaffen entwickeln. Das wäre dann eine sogenannte Proliferation oder halt Verbreitung von Atomwaffen, die genau dieser Vertrag verhindern soll. Dieser Vertrag wird gerade von den europäischen Staaten und gerade von den NATO-Staaten immer wieder als Fundament der nuklearen Ordnung bezeichnet. Der zweite Vertrag, der so ein bisschen unser Hintergrundwissen bildet, ist der Atomwaffenverbotsvertrag, der AVV. Und hier sind tatsächlich nur drei EU-Staaten Mitglied, nämlich Österreich, Malta und Irland. Diese drei Staaten haben sich mit ihrer Ratifizierung dieses Vertrags verpflichtet, dass sie keinerlei Aktivitäten rund um Atomwaffen sich weder daran beteiligen noch diese unterstützen. Das ist mal unser Paket sozusagen an Hintergrundwissen ganz schnell runtergerattert, was wir eben brauchen, wenn wir uns in dem Bereich bewegen. Jetzt die Frage, warum erzähle ich das alles? Warum brauchen wir dieses Hintergrundwissen? Genau, die erste Sache ist, es wurde ja sehr viel über eine Eurobombe geredet oder die EU-Bombe. Und da können wir eben jetzt auf Basis unseres Hintergrundwissens sagen, Moment, gemeinsame Außenpolitik und vor allem eben militärische und sicherheitsrelevante Arbeit in der EU kann nur einstimmig getroffen werden von allen Mitgliedstaaten. Wir haben aber drei Staaten im Atomwaffenverbotsvertrag,
die sich mit ihrer Unterschrift und ihrer Ratifizierung verpflichtet haben, alle Aktivitäten rund um Atomwaffen dem Einhalt zu gebieten. Das heißt, innerhalb der EU können diese drei Staaten durch ihr Vetorecht eine Eurobombe im Sinne einer EU-Bombe verhindern. Das heißt, das ist relativ schnell vom Tisch. Es gab dann andere Ideen, insgesamt zum Beispiel von Herfried Münkler, der gesagt hat, naja, wir könnten ja so eine Art Coalition of the Willing bilden. Also, dass wir eben nicht diese Strukturen der EU nutzen, die es uns verunmöglichen, eine Atomwaffe zu haben, sondern wir haben einfach, er hat tatsächlich diese fünf Staaten, die hier abgebildet sind, genannt, und diese fünf Staaten organisieren zusammen eine europäische Abschreckung für Europa. Da sind natürlich erstmal direkt relativ viele Fragen. Er hatte vorgeschlagen, dass man einfach eine Art gemeinsamen Atomkoffer hat und dass die Verantwortung über den roten Knopf dann sozusagen rotiert. Alle halbe Jahre oder so wird dieser Koffer dann weitergegeben. Da stellen sich mir persönlich jetzt sehr viele organisatorische Fragen rund darum. Und ja, auch Fragen von, wer organisiert da eigentlich die Abschreckung für wen etc. Also selbst innerhalb dieser Logik. Selbst die Stiftung für Wissenschaft und Politik, die an sich jetzt nicht so unbedingt für ihre Pro-Abrüstungsbestrebungen bekannt ist, hat allerdings gesagt, dass dieses Modell extrem unrealistisch ist und schon allein aufgrund des Kontrollverlustes der einzelnen Staaten nicht akzeptabel ist für die Staaten. Also solange der rote Knopf bei Meloni ist, hätte Deutschland ja zum Beispiel keine Handhabe. Und das ist gerade im Atombereich einfach super unrealistisch, dass sich da irgendein Staat drauf einlässt. Außerdem haben wir natürlich gerade unser Hintergrundwissen angeschaut. Und diese Konstellation, wir sehen es, hätte Frankreich als offiziellen Atomwaffenstaat dabei, aber auch vier Staaten, die offiziell nicht Atomwaffenstaaten sind, die im Rahmen dieser Konstellation aber plötzlich die Verfügungsgewalt über Atomwaffen hätten. Das heißt, wir haben eine Proliferation, wir haben eine Verbreitung von Atomwaffen an vorherige Nicht-Atomwaffenstaaten. Und das, genau, wäre auch einfach ein Verstoß gegen den Nichtverbreitungsvertrag, der eben gerade von diesen Staaten immer als Fundament der nuklearen Ordnung bezeichnet wird. Das heißt, auch diese Art der Coalition of the Willing kann nicht im Interesse der europäischen Staaten sein und auch nicht im Interesse der Atomwaffenstaaten. Die nächste Frage wäre dann also noch die Möglichkeit einer nuklearen Teilhabe mit Frankreich. Seht ihr ein Bild oder seht ihr nur das Zitat? Ihr seht, okay, gut. Dann wird es nur bei mir nicht angezeigt. genau, es blieb noch diese Möglichkeit einer nuklearen Teilhabe mit Frankreich, die eben bereits in der Konstellation Macron-Merkel und auch schon davor immer mal wieder diskutiert wurde. Da geht es um das Angebot Frankreichs, einen strategischen Dialog zu beginnen und Deutschland könne sich an den Atomübungen beteiligen. Aber Frankreich behält sich dabei eben bereits vor, alle Entscheidungen immer zu behalten, alle Entscheidungsgewalt. Und ein Staatssekretär Macrons hat tatsächlich nach dem letzten Angebot Macrons 2023 über eben diesen strategischen Dialog gesagt, dass es nie darum ging, die Abschreckung zu teilen. Also auch das widerspricht dem, was die Leute haben wollen, die für eine europäische Abschreckung argumentieren. Also auch da wäre die Frage, worüber reden wir eigentlich? Was genau wäre da der Plan dahinter? Und bereits die nukleare Teilhabe im Rahmen der NATO ist im internationalen Recht umstritten, inwieweit das legal ist im internationalen Recht oder halt nicht. Wenn das jetzt sich aber ändern würde und Frankreich und Deutschland zum Beispiel in so eine in ein Nuclear Sharing übergehen würden, wäre das ziemlich sicher ein Verstoß gegen den NVV. Oder müsste auf jeden Fall sehr klar vor dem NVV gerechtfertigt werden, was natürlich dazu führen würde, dass die Nicht-Atomwaffenstaaten, die ohnehin schon sauer sind, weil der Vertrag seine Abrüstungsverpflichtungen nicht erfüllt, ja, die Frage, ob die das noch weiter mitmachen, wäre eben die Frage. Also auch da wäre dieses Fundament der nuklearen Ordnung definitiv gefährdet. Wir haben also drei Optionen, die irgendwie immer mal wieder so im Raum rumschweben und einige sind unmöglich, andere sind zumindest sehr diskutabel. Wir müssen also uns überlegen, okay, warum haben wir denn jetzt eigentlich diese Debatte? Worüber reden wir denn eigentlich? Also wenn wir uns die Strukturen angucken und feststellen müssen, so richtig möglich ist es eigentlich nicht. Warum reden wir dann darüber? Und warum reden wir ja auch mit darüber? Und in dem Fall würde ich tatsächlich
einfach an Simon übergeben und diesen schweren politischen Teil ihm überlassen, weil da kommen wir jetzt natürlich in den Bereich, wo es um die politische Debatte am Ende geht, was wir damit erreichen wollen. Ja, danke dir, Juli, dass ich die Möglichkeit habe, zu erklären, dass meine Arbeit des letzten halben Jahres nicht ganz sinnlos war, weil du hast es angesprochen. Wir haben ja auch als Zivilgesellschaft ganz intensiv zu dem Thema gearbeitet. Schon kurz nachdem das Ganze aufkam, haben wir dagegen gehalten, argumentativ. Ihr seht hier auf dem Bild einmal das Foto, das zeigt unsere große Podiumsdiskussion in Düsseldorf im März, wo wir Kandidierende und EU-Abgeordnete zu Gast hatten, 120 Menschen im Saal, die sich das angehört haben und diskutiert haben über die Optionen, wohin steuert die EU eigene Atombomben oder Atomwaffenverbot. Wir haben die Kampagne Eurobombe stoppen gestartet, wo wir die EU-Abgeordneten auffordern, auch weiterhin die ICAN Pledge zu unterzeichnen. Und ich will noch kurz darauf hinweisen, vom Trägerkreis Atomwaffen abschaffen haben wir eine eigene Webseite, nuclearban24.eu. Da gibt es unter anderem auch Steckbriefe aller EU-Staaten. Da kann man sich mal anschauen, wie die Atomwaffenpolitik der EU-Staaten jetzt schon ist. Denn es gibt ja nicht nur die Teilhabestaaten. Fast alle EU-Staaten sind in der NATO-nuklearen Planungsgruppe. Also wir haben jetzt schon unglaublich viel Atomwaffenpolitik bei den einzelnen EU-Staaten, aber eben bei den Nationalstaaten und nicht in der EU. Warum also das Ganze im Wahlkampf, warum die ganze Energie, warum die ganzen Debatten? Und da können wir gerne mal zur nächsten Folie weitergehen. Das ist nämlich letztlich die Frage, die wir uns jetzt stellen. Welchen Einfluss hat die EU-Wahl überhaupt? Ich denke, die Frage kann man so ein bisschen zweiteilen und du hast es vorhin schon angedeutet, Juli. Zum einen, der Wahlkampf sendet ein Signal aus. Der Wahlkampf hat ein Stück weit eine Plattform gebeten, auch eine, geboten, eine internationale Plattform, um Themen zu setzen. Da komme ich nachher drauf, auf diesen Aspekt. Zum anderen ist es aber ja nicht so, dass die EU-Wahl jetzt irgendwie eine rein europäische Angelegenheit ist und dass das Europäische Parlament sich irgendwie ganz streng nur an die Dinge halten würde, wo es die Befugnis und die Kompetenz zu hat. Zum einen kann es Resolutionen verabschieden, hat das beispielsweise 2016 gemacht, wo es alle Mitgliedstaaten aufgefordert hat, den Prozess zu unterstützen, der dann letztlich zum Atomwaffenverbotsvertrag führte. Das ist also ein Aspekt, der durchaus nicht zu vernachlässigen ist. Darüber hinaus sehen wir jetzt gerade, dass die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gerne wiedergewählt werden möchte und deshalb vermutlich in diesem Moment in Hintergrundgesprächen mit den Fraktionen des Parlaments ist und dort auch sicherlich Themen zur Sprache kommen, die gar nicht unbedingt im Bereich des Parlaments liegen. Auch da ist also Spielraum. Viel wichtiger ist aber, glaube ich, ein anderer Aspekt. Die EU-Wahl als solche ist ja nicht unbedingt europäisch gesehen, sondern sie hat ja eine ganz, ganz starke nationale Komponente. Das sehen wir daran, wie die Wahlergebnisse in Deutschland wahrgenommen wurden. Die wurden national interpretiert. In Frankreich noch viel mehr, wo es jetzt Neuwahlen gibt wegen dem Ergebnis der EU-Wahl. In Italien sind die Parteichefinnen der beiden größten Parteien tatsächlich angetreten bei der EU-Wahl, obwohl klar war, dass sie nie nach Brüssel gehen werden. Auch hier also eine ganz starke nationale Komponente. Die Wahl ist also ein Stück weit auch ein Gradmesser für die anstehende nationale Politik in bedeutenden Mitgliedstaaten der nächsten Jahre. Und deshalb war es natürlich ein Thema, was gesetzt wurde, um da ein Stück weit auszutesten und zu schauen. Und deshalb ist es auch wichtig für uns zu gucken, ja, was ist rausgekommen bei der Wahl und was bedeutet das jetzt? Und das will ich jetzt gern machen. Können wir die nächste Folie? Super. Die lädt auch gleich wunderbar. Wir müssen nicht im Detail drauf schauen. Das ist das Wahlergebnis im Vergleich zum vorherigen Parlament. Ich will nur auf ein paar Punkte kurz eingehen. Die relativ starken Gewinner ist einmal die in der deutschen Übersetzung Europäische Volkspartei, also hier die EPP. Das ist die Parteiengruppe, zu der CDU und CSU gehören. Darüber hinaus haben relativ stark gewonnen die Conservatives and Reformists Group, also die Konservativen und Reformer. Die ID, das ist die Fraktion, zu der die AfD gehörte, bevor sie jetzt einem Rauswurf quasi vorgegriffen hat und selbst ausgetreten ist, aber zu der unter anderem die Fratelli d'Italia von Giorgia Meloni gehören, also Rechtspopulisten. Und wer ansonsten noch stark gewonnen hat, das sind die Sonstigen und die Fraktionslosen. Und das zeigt schon relativ stark auch die Fragmentierung des zukünftigen Parlaments, dass die stark gewonnen haben. Die größten Verluste haben die Liberalen, also die Fraktionen, in der die FDP ist, und die Grünen. Und das zeigt natürlich, hier findet eine politische Verschiebung statt im Parlament, die ein Stück weit auch die politische Verschiebung in den bedeutenden Nationalstaaten widerspiegelt.
Und ja, jetzt ist natürlich interessant, was bedeutet das mit Blick auf die Atomwaffenpolitik? Und da können wir einen Schritt weitergehen. Wir haben nämlich von Ohne Rüstung Leben im Wahlkampf genau deshalb schon mal vorgearbeitet. Wir haben zum einen die Wahlprogramme der größeren deutschen Parteien genau auf diese Frage hin analysiert, haben geschaut, was wollen die friedenspolitisch erreichen, wie stehen sie zu Atomwaffen. Und was ihr hier seht, wir haben bei den Parteien, die das ermöglicht haben, unsere Wahlprüfsteine eingereicht und unter anderem nach der Haltung zu EU-Atomwaffen gefragt. All das, was hier jetzt abgebildet ist und was ich gerade gesagt habe, findet sich auf unserer Webseite. Ich habe die Adresse unten eingeblendet, einfach ohne-rüstung.de/europawahl2024. Ich kann da jetzt nicht super im Detail drauf eingehen, einfach nur, dass klar ist, ich denke mir diese Punkte nicht aus, sondern da steckt eine relativ umfangreiche Befragung und Analyse dahinter. Auf der nächsten Folie habe ich mal zusammengefasst, oh, das ist jetzt eine etwas andere Schrift, aber das macht nichts, man kann es lesen, habe ich mal zusammengefasst, was zu erwarten ist von den neuen Mehrheitsverhältnissen im Europäischen Parlament, die ein Stück weit aber auch widerspiegeln, was sicherlich auch die Politik im Rat sein wird, weil es eben die Mehrheitsverhältnisse auch in den bedeutenden Nationalstaaten sind. Auffällig ist, all diejenigen Strömungen, die gewonnen haben an Stimmen, an Sitzen, vertreten das Narrativ, dass die europäischen Staaten sich verteidigen müssen, und zwar mehr verteidigen gegen Bedrohungen von außen. Das ist ein ganz starkes Narrativ, was die alle vertreten. Gleichzeitig plädieren sie eigentlich alle dafür, unabhängiger von NATO und USA zu werden. Aus ganz unterschiedlichen Gründen, aber unterm Strich ist das, glaube ich, etwas, worauf sie sich einigen können. Interessant ist, es gibt in den Aussagen der Parteien selbst eigentlich überhaupt nichts zu EU-Atomwaffen. Die ganze Debatte wurde geführt von einzelnen VertreterInnen der Parteien, aber nicht auf offizieller Ebene in Form von irgendwelchen Programmen oder offiziellen Statements der Parteien. Auffällig ist aber auch, eigentlich alle, die an Bedeutung gewonnen haben, stellen die nukleare Abschreckung als solche nicht in Frage. Was ich noch spannend fand, ist, dass sowohl die AfD als auch CDU/CSU, also die beiden stärksten Kräfte aus Deutschland, das gleiche Wording benutzen. Sie sagen beide, die EU soll eine Verteidigungsgemeinschaft sein. Was sie darunter verstehen, ist dann aber im Detail doch sehr unterschiedlich, und das führt zu den Differenzen zwischen den Gruppen, die jetzt stark vertreten sind im Parlament. Wie genau sie sich eine Sicherheitspolitik oder Agenda vorstellen, das divergiert nämlich sehr stark. Ich will zwei Beispiele bringen. Zum einen CDU/CSU und damit auch die EVP plädieren für einen Kommissar für Verteidigung. Also sie wollen ein neues Amt einführen mit Zuständigkeiten für Fragen der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Das lehnen die rechtspopulistischen Kräfte total ab, weil das quasi die Abgabe von nationalen Kompetenzen an die EU wäre, und da stehen sie überhaupt nicht dahinter. Wie genau dieses Amt also ausgeführt wird, was für Kompetenzen und Finanzen es bekommt oder ob es überhaupt kommt, ist noch völlig unklar. Das wäre ein potenzieller erster Schritt auf dem Weg zu einer europäischen Armee, du hast es angesprochen, und dann vielleicht irgendwann in weiter Ferne der Möglichkeit von EU-Atomwaffen. Aber wir sehen, das scheitert hier schon daran, voraussichtlich, dass es vermutlich keine Einigung über die Kompetenzen geben wird. Das Gleiche gilt für die Möglichkeit, zukünftig gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitikentscheidungen in qualifizierter Mehrheit zu treffen. Die Konservativen und die Kräfte der Mitte, die plädieren da dafür, aber auch hier sind die rechtspopulistischen Kräfte klar dagegen. Und die beiden Beispiele zeigen schon, uns steht eigentlich keine friedenspolitische Debatte bevor auf EU-Ebene, sondern uns steht eigentlich ein Grabenkampf bevor zwischen denen, die ganz klar sagen, die Nationalstaaten müssen ihre Kompetenzen wahren und da darf kein bisschen abgegeben werden. Das gilt vor allem für die Verteidigungspolitik, und denjenigen, die sagen, wir brauchen europäische Integration im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik. Ja, und dieser Aspekt, das zeigt die nächste Folie, der zeigt sich besonders stark auch im Bereich der Atomwaffen. Ich habe hier ein Beispiel aus dem Mai dieses Jahres mitgebracht. Ich habe es angesprochen, in Frankreich stehen Neuwahlen an. Das Rassemblement National wird vermutlich stärkste Kraft werden, steht zu befürchten. Und Marine Le Pen hat bereits vorzeitig klargestellt, also die Atomwaffenfrage ist für sie eine rein nationale. Und das in irgendeiner Art und Weise auf Europa auszuweiten, das kommt überhaupt nicht in Frage. Ist eine Sache, die wir, glaube ich, im Hinterkopf behalten müssen. Die nationalen Strömungen stehen einer solchen Idee einer Eurobombe tatsächlich auch diametral entgegen.
Ja, das führt mich dann zum zweiten Punkt und ich glaube, der ist nicht zu unterschätzen, denn wir reden ja trotz allem immer noch von atomarer Abschreckungslogik und atomare Abschreckungslogik setzt ja weniger darauf, was man tut, sondern eher darauf, was für eine Wirkung man erzielt, also was man ausstrahlt, was man bereit wäre zu tun. Insofern ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen, was für ein Signal von diesem Wahlkampf ausging, was für ein Signal vom Friedensnobelpreisträger EU ausging in den letzten Monaten. Und ich denke, das war auch der Hauptgrund für die Debatte, die wir erlebt haben zur Eurobombe. Das Signal sollte sicherlich zum einen an die Wählerinnen und Wähler gehen, die ich oben rechts mal so versucht habe, symbolisch darzustellen. Ich habe es angesprochen, die Parteien, die arbeiten mit so einem Narrativ der äußeren Bedrohung, gegen die wir uns wehren müssen. Und da ist es natürlich ein Signal, das gesendet wird. Ja, wir sind da bereit, bis zum Äußersten zu gehen, um Europa zu verteidigen. Klassische Verteidigungslogik, die hier sicherlich auf die Spitze getrieben wurde, um Wählergruppen zu gewinnen. Sehr viel wichtiger war aber sicherlich das Signal in die USA. Ich denke, die US-Wahl ist vielleicht sogar die global bedeutendere dieses Jahr und die Sorge vor einem Präsident Trump, der dann wieder den alten Vorwurf bringt, Europa würde nichts in Verteidigung investieren und sich nicht selbst verteidigen können, war sicherlich in konservativen Kreisen ein wichtiges Argument, um hier gleich schon mal Pflöcke einzuschlagen und zu sagen, Europa steht zur nuklearen Abschreckung. Wir sind bereit, hier auch Selbstverantwortung zu übernehmen. Ich glaube, dieses Signal war vielen da sehr wichtig. Und sicherlich sollte auch ein entschlossenes und abschreckendes Signal nach Peking und Moskau gesendet werden. Soweit würde ich vermuten, dass die Intention war. Das Problem ist nur, dieses Signal ging natürlich an die ganze Welt. Und das Signal war ja nicht nur, wir sind bereit, Atomwaffen einzusetzen, sondern, Juli, du hast es angesprochen, das Signal war auch, wir sind bereit dafür, den Nichtverbreitungsvertrag zu brechen. Wir sind bereit dafür, Völkerrecht zu brechen. Und wir sehen schon jetzt, was für einen gigantischen Flurschaden das angerichtet hat. Denn es gibt jetzt wieder Warnungen aus EU-Kreisen, dass der Iran sein Nuklearprogramm wieder beschleunigt und Uran anreichert. Und wie soll die Europäische Union, wie soll der Friedensnobelpreisträger jetzt eigentlich mit gutem Gewissen das anprangern und ganz klarstellen, dass der Nichtverbreitungsvertrag eingehalten werden muss, wenn ein halbes Jahr lang von quasi Teilen der EU genau dieser Bruch quasi als mögliche Option genannt wurde. Insofern, ja, ich glaube, es war von Anfang an ein Stück weit eine Debatte über etwas, was nicht in kurzer Zeit umsetzbar ist. Das war vermutlich den meisten Beteiligten auch bewusst. Es war aber eine Debatte, wenn wir in Prozessen denken, die zum einen ein Umdenken einleiten sollte, die Möglichkeit ausloten sollte, über eine atomare EU zu sprechen und die insbesondere ein Signal nach außen senden sollte. Und dieses Signal ist aber letztendlich, so zumindest haben Juli und ich das im Vorgespräch empfunden, ein bisschen diffus. Ich habe das auf der letzten Folie mal dargestellt, weil wie wir das Signal wahrnehmen, ist, dass die EU hier ausgestrahlt hat, nach innen wie nach außen. Wir stehen zur nuklearen Abschreckung, wir stehen zur Logik der nuklearen Abschreckung, obwohl wir noch nicht mal wissen, wie das im Zweifel im Detail gehen soll. Und vor dem Hintergrund komme ich eigentlich zu dem Schluss, dass es extrem wichtig war, dass wir mit unseren, wenn auch begrenzten Möglichkeiten in dieser Debatte sofort dagegen gehalten haben und gesagt haben, mit so einem Signal, mit so einem nicht vorhandenen Plan schafft man halt keinen Frieden und keine Sicherheit, sondern man schafft letztlich eigentlich nur noch mehr Unfrieden und schadet dem Völkerrecht. Und ja, wir haben, denke ich, mit dem Atomwaffenverbot und unserer Forderung nach nuklearer Abrüstung den besseren Plan auf unserer Seite. Und es ist, egal wie unrealistisch dieses Narrativ scheint, im Prozess, glaube ich, unglaublich wichtig, immer und immer wieder zu widersprechen.